Schiedsberger erobern Schenek. Pauline Dick heißt die schnellste Vogtländerin der 7. Runde des Skiddy Cups des Skiverbandes Sachsen. Mit 33,31 Sekunden im zweiten Durchgang schaffte es die Nachwuchssportlerin des WSV Erlbach am Samstag beim Vierseitigkeitslauf auf Platz 3 in der weiblichen U8. Insgesamt flitzten 73 Schiedsberger aus ganz Deutschland im Alter von 6 bis 10 Jahren die 510 Meter lange Streugrünstrecke in Schöneck hinunter und bewältigten 110 Meter Höhenunterschied. Das Skiddy Cup-Finale soll Mitte März in Oberwiesenthal ausgetragen werden.